Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind in Rumänien mit Sophie Aslheim. Wir sind mit einem sehr guten Manager-Rating gesegnet. Wir sind auf Platz 4, Thoma mit J. Kamara vom 1. FC Dynamo 48. Haben wir mit Thoma den besten Torjäger. Wir auswärts gegen den Tabellenzweiten. Wir sind, ich glaube, 2 Punkte hinten dran gewesen. Ah, das ist jetzt cool. Die haben mal nicht ausgeglichen. Die spielen 4-3-3 wie wir. Aber die spielen auch einen schnellen Aufbau, aber die spielen zurückfallen lassen. Das heißt, die macht mal die Meter. Zieht mal zurück. Und jetzt ein Traumtor. Ein Traumtor, Thoma. Oh! Ja. Macht die Meter. Da läuft er. Kepanu. Spielt den ab. Thoma kommt nicht hin. Mathieu, vielleicht zweiter Schuss. Kepanu nochmal. Kepanu! Ich glaub's nicht. Aufpassen, Jungs. Pigla Jelly, das wird's gewesen sein. 0-0. Wir müssen uns damit zufrieden geben. Ist nicht so, als hätten wir 1000 Chancen vergeben. Schade natürlich, aber ich denke, wir können damit leben. Wir haben noch eine ganze Rückrunde, wo wir das besser machen können. Egal, wir spielen gegen Sepsi Osk zu Hause. Nach dem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten, denke ich, können wir das doch ganz gut machen. Aber Thoma muss ausgewechselt werden, auf jeden Fall. Das Zentrum ist so stark besetzt. Die spielen das super. Die haben das so gut gespielt. Also wirklich direkt. Fair enough. Die haben 50% Ballbesitz. Wir haben 2-0 für die Gegner. Wir haben 72% Ballbesitz. 2-0 für die Gegner. Da wird doch drunter. Das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, auch wenn wir 2-0 hinten liegen, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil das ist vielleicht das 3-0. Ganz viel Glück. Banku. Abseits. Kein Abseits. Ah, dann haben wir gehofft. Reklamier haben gehoben. Ah, das muss Banku aber klären. Wenn wir gleich gucken. Gut gehalten eigentlich. Aber Banku, hier muss den Ball besser klären. Der kriegt den natürlich. Ist einfacher gesagt als getan. Jetzt laufen wir mit 3-0 hinterher. Verlieren fast den nächsten Ball. Aber jetzt müssen wir alles geben. Das ist ein Ehrentreffer oder sowas. Also wirklich mit keinem Tor uns hier zu verabschieden. Wäre schlimm. Da kommt der Torwart dran. Den müssen wir jetzt reinfachen. Schönes Tor. Hol den Ball. Skriciu. Er ist wirklich einer der Spieler der Saison. Mit Thoma natürlich, dem Eigengewächs. Ja, aber dann nicht auf Kolic. Ist doch genau den wir nicht anspielen wollen in der Situation. Kepanu, schick ihn. Kepanu. Da ist es, ist Tor. Da ist es. 3-2. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Ist genug Zeit. Ich. Bayram. Spielt den Ball in die Mitte. Das gibt's nicht. Wo kommt denn der Ball hin? Und dann fast das Eigentor. Der Ball ist aber auch schlecht gespielt gewesen. Der Ball war schlecht gespielt. Babut. Auf den Strafraum wird nicht richtig angegangen. Babut! Also ich werd nicht mehr. Das ist ja reinstes Nervenchaos. Kempanu. Nochmal Kempanu rübergespielt. Banku. Vielleicht mal zurücklegen. Ist Harut nochmal. Jetzt einen zweiten Pfosten. Wir kriegen den zweiten Ball. Barut. Hauen rein, bitte, Barut. Es gibt die nächste Ecke. Was ist denn hier los? Das kannst du doch keinem erzählen, was hier passiert. Kepanu! Das ist die 7. Minute der Nachspielzeit. Leute, ich raste hier komplett aus. Es ist die 7. Minute der Nachspielzeit, meine Freunde. Das war, also, das Spiel hätte schon längst abpfeifen können. Was ein Ehre, Mann. Wir schaffen es wirklich. 3-0. In der 60. Minute haben wir es, glaube ich, kassiert. Kepanu, einmal angetäuscht. Und, oh, war das glücklich. Der Verteidiger pfeift ab, ja moin. Der Verteidiger fälscht hier nochmal ab. Guck mal mit dem Bein, richtig schön. Mit der Innenseite versetzt der Verteidiger den Ball. Ja, Mann. Ich muss ein bisschen runterfahren, Leute. Das ist ja unfassbar. Starkes Ding am Ende. Eine 98. Minute dann Abpfiff. Klar, also vor dem Spiel 3-3. Hätte ich natürlich gesagt, scheiße. Das haben wir nicht gut gespielt. Aber jetzt, wenn wir wissen, wie das Spiel gelaufen ist, dass wir 3-0 hinten lagen. Nach wann war das? Nach 60 Minuten sogar, genau. 3-0 hinten und wir spielen das Spiel 3-3. Super. Super. Es sind einiges durchwechseln, aber wir haben eigentlich genug Qualität. Gegen den Tabellenersten spielen wir Football Club Dynamo Bukarest. Bukaresti. 1948 auch.
Ja, wir spielen jetzt nicht schlecht. Jetzt vielleicht ein Ball in die Mitte. Superball! Kulcic! 41. gegen den Tabellenführer. Und wir führen. Boah, das ist natürlich, ich will nicht sagen glücklich, weil es war ein sehr gutes Tor. Aber die hätten ein Locketor schießen können. Jetzt müssen wir sehr aufpassen. Nummer 13. Nummer 13 wieder. War das der Anschluss? Ja. Dunkeldera. Ball. Gegen die Laufrichtung vom Verteidiger. Kulcic jetzt wieder super mitgenommen. Da ist es. 2-1. Dann spielt er den Ball. Nochmal die Chance. Pagliacelli. Zweiter Ball. Ein Goal. Ja, Goal vom Goal. Ich glaube, es ist Zeit für unseren Marcador. Doch, das ist aber sehr gut. Campanu. Traumtor. Da wollte ich vielleicht ein bisschen zu viel vom jungen Mann. Muss ich zugeben. Da wollte ich. Jetzt nochmal ein Konter. Nee, gibt er nicht. 2-2, wieder unentschieden. Wir treten ein bisschen auf der Stelle. So, wir spielen wieder gegen FCSB. Ich glaube, zwar vor 3 Spielen haben wir ja 0-0 gegen die gespielt erst. Das dürfte sogar noch in dieser Folge sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber warum nicht? Wir sehen hier ein paar Leute im Aufwärmen, aber das überspringen wir mal. Ganz gewieft, wir sind hier im Stadion. Ihr seht, das ist unser Heimstadion. Richtig schön. Ion Oblomenko Stadion. Ah, gute Bewegung. Thomas, hauen rein. Thomas! Gut gehalten. Flat. Von Banku. Kriegt den Ball rein. Das Balaza. Kriegt er den? Der kriegt ihn sogar aufs Tor. Oh! Hat sich böse wieder reingesenkt. Wir spielen erste Minuten, die sehr, sehr gut sind. Barut, zweiter Ball. Nächste Chance. Oh, das wäre gut gewesen. Skriceu. Kriegt den Ball abgenommen. Harut ist da. Ja, will am Gegner vorbei. Kriegt das nicht ganz hin. Macht die Meter. Läuft in den 16er. Batajelu kriegt den Ball noch abgenommen. Babut. Jetzt die Flanke. Batajelo. Thomas. Also die verteidigen das hier wirklich mit Mann und Maus. Aber wir spielen das super gerade. Also wirklich gut. Spielen wir das. Da Ball gespielt. Da ist Nistor. Und da in der Mitte steht Batajelo komplett frei. Aber das ist ein schwacher rechter Fuß. Und das sieht man auch. Kriegt den Gegner um. Das wird schon ein Gelber nach sich ziehen. Oida. Ball geblockt. So, jetzt kommt er wieder. Batajelo mitnehmen. Da ist Thomas vorne. Zweiter Ball vielleicht. Nein. Aber, ja, Thomas beschwert sich da ein bisschen. Die Bälle haben ein bisschen mehr Schärfe rein und das. Aber wir machen es schon nicht schlecht. Das sind Ballgewinne, die wir lieben. Das sind Ballgewinne, die wir lieben und die er so oft bringt. Thomas, nochmal eine Drehung. Thomas, den muss er doch machen. Viel zu zentral abgeschlossen. Arbeitsrate hoch in der Defensive ist perfekt für uns. Aber jetzt haben wir die Riesenchance der Gegner gerade. Oh, das war ein Handspiel. Oh, Leute. Das dritte Mal schon diese Saison. Dass wir so gehen. Nee, ist es nicht. Es ist Harut. Ja, das ist halt ganz klare Elfmeter. Da kann man sich auch nicht mehr beschweren. Muss man nicht zum Schiedsrichter gehen. Ist einfach schlecht. Und oh, er luft ihn sogar. Der Komar. Der kriegt nichts hin. Das Gesamtspiel kriegt dann nichts hin. Und ist dann rotzfrech und luft den Ball da rein. Hier noch. Tor zu schießen. Caceres ist doch da. Caceres. Der wird weggecheckt, Schiri. Schiri, der wird einfach nur weggecheckt. Der wird weggetreten. Das ist ein Foul. Schöne Ball geholt. Thomas. Lauf mal ein bisschen mit dem Ball. Lauf mal ein bisschen. Zieh zurück. Alles super gemacht. Aber Vlad ist wieder da. Er kann da viel mehr Wucht hinterbringen. Balaza. Super Kopfball. Das gibt's nicht. Cheo macht es sehr gut, behält die Übersicht, spielt den Ball stark. Thomas, da ist er. Endlich trifft er mal wieder. Endlich macht er mal wieder ein Tor. Weiter geht. Thomas, das ist nämlich ein Ballgewinn. Und der will den Ball direkt zurückhaben. Da muss man mehr draus machen aus so einem Ballgewinn. Da muss man viel mehr draus machen. Da habe ich ein bisschen überhastet Pass gespielt. So, jetzt aber auch mitlaufen vom Luft. Schön. Ach, Caceres, der gewinnt. Die Zweikämpfe immer nur so halb. Also er gewinnt die, aber zieht die nicht durch. Er kommt an den Ball, eigentlich schon über. Ist einfach zu wenig von ihm auch heute. Alles frei. Babut, alles frei da drüben. Babut. Spielt mal nochmal in die Mitte. Da ist Thomas, da ist der Doppelpack und da ist es 2-2. Also die Fans hier zu Hause erleben hier wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem 3-0, ein 3-3. Nach dem 0-2, jetzt ein 2-2. Und wir haben alle Möglichkeiten, hier ein 3-2 zu schießen. Aber erstmal gut, dass wir zurück. Babut, nee, oh, war das schlecht gespielt. Wieder nur ein Unentschieden.
Es ist wieder nur ein Unentschieden. Plan? Wie lange noch? 26 Wochen nur noch. Erst bei 70 Stärken. Hochgehen. Wir haben einfach. Wir haben 10 Unentschieden. Wir haben nicht einmal verloren diese Saison, aber wir haben 10 Unentschieden. Wenn wir auch nur die Hälfte davon gewonnen hätten. Wenn wir einfach schon. Tabellenführer. Wir wären einfach schon Tabellenführer. 2 Punkte Abstand. Wir haben 11 Gegentore, 17 Tore. Also. Ja, 10. Also geil, wir haben kein Spiel verloren. Das ist, glaube ich, die einzige Mannschaft. Ja. Wir haben 10 Unentschieden. Viel zu viel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hat euch Spaß gemacht, die Highlights. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ciao, ciao.